muss sagen, ich bin im Moment ein bisschen erschüttert. Ich bin ja das erste Mal in Bottrop, das erste Mal an diesem Grab. Aber das ist ein bisschen so, dass ich schon das Gefühl habe, wir sollten Männer im Kloster übergeben sind, noch einmal kurz gedenken und ihren Einsatz, den sie damals gebracht haben, für ihr Leben, aber auch für die Republik und vor allem für eine bessere Zukunft. Ich selber bin zu diesem Löwenfeld-Thema gekommen, im Grunde wie ein Blinder zur Ohrfeige. Die Stadt Kiel hatte sich vor 2 Jahren ungefähr entschlossen, das erste Mal in der 100-jährigen Geschichte des Matrosenaufstandes die Matrosen zu würdigen und sich selbst als Stadt der revolutionären Matrosen darzustellen. Eine große Kampagne wurde dann gestartet unter dem Motto Aufbruch zur Demokratie. Und ich bin mit meinem Freund dann über den Kieler Friedhof gegangen und wir wollten uns mal die Grabanlagen der Revolutionsarmee in Kiel angucken. Bei Friedhof, im Nordfriedhof und im Altfriedhof gibt es ein großes Revolutionsmal auf dem einen Friedhof, wo alle Linken interessanterweise zusammen beerdigt sind. Also von den sozialdemokratischen Initiativen auch von der KPD, dann 1920. Was in einem, naja, also ich würde sagen, nicht viel besser als dieses. Nicht wirklich gepflegt. Da haben wir auch nochmal ein bisschen Druck gemacht, dass das geschieht. Das wird auch so sein, dass diese Anlage in Ordnung gebracht wird. Und dann auf dem anderen Friedhof, das ist der alte Garnisonsfriedhof, wo die Militärangehörigen lagen, da steht dann so ein prachtvoll in Schuss gehaltenes Ehrengrab der Brigade Löwenfeld. Und dann haben wir geguckt, was das ist. Und dann sieht man da Tod 18. März, das ist ein Tag nach dem Ende des Kapp-Putsches, da haben die viel noch gekämpft. Das 2. Bataillon des 5. Regiments der Brigade Löwenfeld. Und haben da, insgesamt gab es 70 Tote, 200 Verletzte, bevor die dann von dem dann abgelassen haben. Also lange noch nach, also einfach nach dem Putsch haben sie noch gekämpft. Und dann lag da auf Löwenfeld, der ist 46 gestorben und dann eingeäschert worden. Und im März 1947 hat man dann die Urne dort eingebracht. Okay. Und dann war aber irgendwie so relativ schnell klar, das ist ein Ehrengrab der Stadt Kiel. So. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, wie kommt dieser Mann zu einem Ehrengrab. Ne? Das ist ja irgendwie völlig offensichtlich. Die kämpfen auf der Seite des Kapp-Putsches in Kiel. Ja, und der kriegt jetzt ein Ehrengrab der Stadt Kiel. Wie kann sowas sein? Und dann haben wir so ein bisschen rausgekriegt, so 68 kriegt er erst einen Ehrengrab. Und ganz merkwürdig, also da gibt es dann das erste Mal so eine Regelung über Ehrengräber und dann ist Kiel ja Marinestadt, dann hat man drei Admirale und den Löwenfeld, da hat man dann die Grabstätten zum Ehrengrab erklärt, ohne dass da groß eine Erklärung vorlag. Ein bisschen spielt das schon eine Rolle, dass die Marine in Kiel relativ mächtig ist als Marinestandort. Und dass dieser Löwenfeld, der ja nach seinem Engagement in dem Freikorps, hat er ja eine steile Karriere bis zum Vizeadmiral in der Marine gemacht. Und war da eine ganz zentrale Figur in der Marine, weil es für die Marine war dieser Löwenfeld sozusagen Vorbild. Die waren in der Situation, dass die Rechten der Marine immer vorwarfen, ja, bei euch ist ja die Revolution losgegangen, die Matrosen haben das klar gemacht, ihr habt da nichts gemacht. Und die Linken hatten der Marine immer grausame Geschichten vorgeworfen. Also die hatten ein Problem und das, was Löwenfeld gemacht hat, da halt selbstständig irgendwie den Weg rauszufinden, nach rechts natürlich. Aber deswegen war der in der Marine ein wichtiger Mann. Also bei unter Marinehistorikern gilt Löwenfeld als zentrale Figur in der Marine. Sozusagen so etwas wie Vorbild, Integrationsfigur. Dazu muss man es machen. Also, und da geht es dann aber auch um eine ganz weitreichende Geschichte. Also, in der Marine selber war man natürlich genervt darüber, wenn das alles zusammengeguckt war, man keine Befehlsgewalt mehr hatte, man nicht drakonisch durchgreifen, sondern hätten die geschossen.
Und das ist aber nicht geschehen. Und einer dieser Sprüche ist wieder im November 1918. Das heißt, man muss drakonisch vorgehen. Und das letzte Zeichen eines Offiziers, der Oberkommandierende der Brigade Löwenfeld Bernhard Rogge, war halt, dass der als Marinerichter in Flensburg am 11. Mai 1945 noch ein Todesurteil gegen Aufrufsmann gezeigt wurde. Das ist sozusagen die drakonisch unterdrücken und gegen die Leute vorgehen, auch noch nach Kriegsende. Und dieser Bernhard Rogge wurde dann 1957 beim Aufbau der Kriegsmarine, der Bundesmarine tatsächlich einer von sechs Admirälen, die aus der alten Reichsmarine Hitlers übernommen worden sind. Zwei insgesamt davon kamen aus der Brigade. Also da gibt es einfach eine ganz lange Traditionslinie von Löwenfeld, der Geschichte der 1918, 1920 über die Reichsmarine bis in die Bundeswehr. Das ist, glaube ich, wichtig für mich hier nochmal zu erwähnen. Die Geschichte, die hier selber gewesen ist, die habe ich nur aus Literatur erfahren. Und da ist Gerhard Lukas ein Beispiel. Mein Problem ist, mir ist da immer schlecht geworden, als ich gelesen habe. Also weil es so grausame Geschichten sind. Was ich aber sagen kann, dass diese Methode, die Löwenfeld hatte, die war recht einfach gestrickt. Das habe ich gestern schon gezeigt an Oberschlesien. Die sind da halt hingekommen. Wer schreibt dann später, die haben da Banden gekämpft und Aufstände und was weiß ich. Aber im Grunde sind sie sehr gezielt gegen Linke vorgegangen. Die haben die also denunzieren lassen, Aufruf zur Demonstration und dann den Rest erledigen wir dann selber. Und hier ist es auch so gewesen, was du auch schon gesagt hast, die Hauptgeschichte war halt im Grunde die Linken fertig zu machen, also das zu beenden. Löwenfeld war an der Lippe stationiert und es gab ein Übereinkommen, dass sie nicht vor dem 3. April die Lippe, oder ein Befehl, dass sie nicht vor dem 3. April die Lippe überschreiten. Das haben die aber schon im März gemacht. Und zwar gibt es da eine ganz detaillierte Beschreibung, warum sie es gemacht haben. Die Überlegung war, so, wenn wir jetzt hier warten bis zum 3. Mai, dann können sich die ganzen Leute alle verkieseln und abtauchen. So, und dann werden wir dieses Problem wieder haben. Wir müssen die jetzt fertig machen. Wir müssen das Problem ein für alle Mal erledigen. Das ist sozusagen der Impetus gewesen, mit dem sie dann auch vorgegangen sind. Und halt Demonstrationen abgeholt, dann die Leute, die notiert waren, einkassiert, diese Leute gefoltert, um weitere Informationen zu bekommen, um die ganze Bewegung praktisch zu liquidieren. Das ist sozusagen dieser Löwenfeld. In Kiel haben wir es zumindest geschafft, das deutlich zu machen. Es gibt im Stadtrat auch eine Mehrheit, die bis in die CDU hineingeht, nur die AfD ist dagegen, dieses Ehrengrab tatsächlich aufzugeben. Und dazu gibt es eine Ratsversammlung im April, also relativ schwierig. Und dann wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, von diesem Eichhörnchen, ein Beschluss geben, dass tatsächlich mit einer politischen Aktion zum 100. Jahrestag, also am 18. März 2020, zu verbinden und dann das auch offiziell zu machen als politische Geste. Das Problem ist natürlich, wenn sich Kiel als Revolutionsstadt positioniert, dann kann man sowas nicht machen. Man kann nicht so einen Ehrengrab aufrechterhalten. Das ist natürlich klar. Insofern ist die Konstellation ganz anders als hier. Ein bisschen nebenher ist es noch so, dass eine sozialdemokratische Stadtdezernentin wollte das gerne unter den Tisch bügeln mit der Idee, erstmal eine neue Friedhofsordnung und dann auch eine Ordnung zur Umbenennung von Straßen zu machen. Unter Einbeziehung aller Ämter, dann hätte das 5 Jahre gedauert, dann wäre das sozusagen wieder ausgelaufen. Ne? Das passiert jetzt auch, aber Löwenfeld wird extra behandelt. Ich habe mitgekriegt, dass es hier große Probleme gibt, überhaupt nochmal wieder an diese Frage ranzukommen.
meines Erachtens wäre vielleicht dieser Weg, der in Kiel jetzt auch gegangen wird, also sozusagen eine Verordnung zu machen, wie man Straßen umbenennt und Ehrengräber auch. Hier geht es, glaube ich, nur um Straßenumbenennung, ein Weg. Ich kann euch das gerne schicken, wie die Kieler das machen. Das ist so ein Rückfassungsprozess, wo es auch einfach darum geht, wissenschaftlich die wissenschaftliche Ebene da reinzubringen. Ich glaube, dass es für so eine Stadt wie Wolfsburg auch wichtig ist, dass man einfach dann irgendwann mal dazu kommt, was ich noch viel schöner finden würde, in 100 Jahren diese tapferen Männer zu würdigen. Darum geht es ja. Und deren Erinnerung in der Geschichte aufzubauen, das würde Wolfsburg sehr gut stehen, das zu tun. Ähnlich wie die Kieler das jetzt gemacht haben, indem sie ihre aufrüpfigen rebellischen Matrosen, die den Weg in die Demokratie, in den Sozialstaat, da wichtige Steine gelegt haben, auch gewürdigt haben. Künstlerin Rede. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, anlässlich des 100. Todestages von Alois Fulnezek standen hier am 23. Februar leider viel zu wenige Menschen, um seiner zu gedenken. Aber an diesem Grab von Alois Fulnezek waren noch 15 Leute dazugekommen. Das weist auf den Fakt hin, dass dieser Ort hier ein Gedenkort nicht nur für die Opfer der Brigade Löwenfeld ist, sondern auch die Begräbnisstätte von Alois Fulnezek als Opfer der Lichtschlagbeute von 1919, deswegen über den 100. Jahrestag seiner Ermordung, und von Michael Mast, das ganze Quasikorps, die von den Faschisten am 22. September 1944 hingerichtet wurden. Wer im 4. Jahr beigesetzt ist, ist zurzeit zumindest noch nicht bekannt. Und es muss darauf hingewiesen werden, dass auf der Namensplatte auf dem Gedenkstein hinter mir lediglich 56 Namen genannt sind. In Wirklichkeit aber den Forschungen von Schein-Eigen zufolge wohl 257 Menschen von den Löwenfeldern ermordet worden in Bottrop. Der Gedenkstein, das einfach nochmal zur Information, ist 1922 von der KPD und der Gewerkschaft Union der Hand- und Kopfarbeiter bezahlt worden. Insgesamt 6.000 Reichsmark. Also wer weiß, was der Reichsmark damals wert war, kann sich vorstellen, was das bedeutet. Es sind damals gesammelt worden. Und dass dieser Gedenkstein von den Nazis geschändet worden ist, ist ja auch hinlänglich bekannt. Immerhin hat die Bezirksvertretung Süd am 24.01. die Unterschutzstellung der Gedenkstätte zur Kenntnis gegeben. Demnach wird das Denkmal in der entsprechenden Liste der Stadt eingetragen und dann unter Schutz gestellt. Das kann aber nicht bedeuten, dass das Gelände nun so bleibt, wie es jetzt ist. Und es ist auch nicht klar, wann nun endlich eine Erläuterungsstrafe errichtet wird, deren Kosten im Haushalt der Bezirksvertretung Süd bereitgestellt wurde. Es reicht uns nicht aus, nur auf den Gedenkstein hinzuweisen, sondern die Hintergründe der Persönlichkeit in den weiteren Gräbern müssen unserer Meinung nach zumindest auch erläutert werden. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, wir haben das ja bereits erwähnt worden und im nächsten Jahr, den 100. Jahrestag der Ermordung der Kämpfer gegen den Kapputsch und durch die Brigade Löwenfeld zu begehen. Zwei Ratsvertreter von DKP und Linke haben daraufhin kürzlich den Oberbürgermeister angeschrieben, das ist ja bereits erwähnt worden. Ich zitiere mal den vollständigen Brief, er ist kurz, also keine Angst. Zitat: Vor nunmehr fast 2,5 Jahren haben wir mit dem Freiburger Müller, dem Bezirksbürgermeister Kucharski und den fachlich zuständigen Kollegen aus der Verwaltung ein Gespräch mit der Wiederherstellung des Ehrenmals für die durch die Marinebrigade Löwenfeld ermordeten Arbeiter auf dem Westfriedhof geführt. Darin wurde unter anderem vereinbart, dass seitens der Verwaltung eine Vorlage für die weitere Beratung in den Gremien erstellt wird. Diese sollte Varianten einer würdigen Wiederherstellung enthalten. Diese Vorlage wurde ferner mit uns vor Einbringung vorberaten werden. Ein Abschluss der notwendigen Arbeiten am Denkmal selbst sollte bis spätestens zum 100. Jahrestag der Ereignisse, also am Ende März 2020, in einem Jahr, gesichert werden. Wir bitten um zeitnahe Auskunft, wann mit der Vorlage und der Vorbereitung uns zu berechnen ist.